So, willkommen zurück. Wir stehen wieder vor der Tür, durch die wir treten sollen. Der Kellner steht ganz ungeduldig hinter uns mit den ganzen Speiseteilen. Schauen gut aus, diese Häppchen. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zum Stream von Uncharted 4. Der große Deal steht uns ja bevor. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt um einiges besser. Die ganze Capture-Hardware habe ich erneuert. Genauso die komplette Verkabelung. Wir haben jetzt alles via optisch Glasfaser dranhängen. Also es sollte jetzt kein Störgeräusch mehr irgendwie zu hören sein. Vielen von euch ist es ja wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber den Spezialisten und die mit dem ganz feinen Gehör haben es wahrscheinlich schon gehört, dass wir es immer wieder so unerwünschtes Knacksen gehabt haben. Kommt letztendlich leider Gottes von der PlayStation selbst, weil wir den Sound von HDMI abgenommen haben. Ja, jetzt haben wir alles optisch dran, jetzt gibt es kein Knacksen mehr. Somit, ich bin immer stets bemüht, euch das Beste von der Qualität und wie gesagt, die beste Lösung zu bieten. Stell da selbst an mich immer wieder große Herausforderungsansprüche und Qualitätsansprüche, aber ich möchte das einfach so haben. Und ja, ich denke mir, es ist einfach angenehmer, wenn wir einen Ton haben, der nicht durch Knacksen und sonstige Sachen durchsät ist. Das passt einfach besser. So, lange Rede. Wir machen einfach weiter. Der Deal steht uns bevor. Sam, unser Bruder, ist da. Der Viktor steht da schon vor der Tür. Und der Könner möchte einfach, dass wir unser Häppchen nehmen. Wir rinnen schon das Wasser im Mund zusammen. Aber ja, wir haben einen Job zu tun und das machen wir jetzt auch. Wir gehen hier einfach durch die Tür. Oder nicht einfach. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Nur ein kleiner Diebstahl? Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hinter... Ja, Brüderchen, gehst du... Sag einmal. Das sind sehr unkoordiniert, die zwei. So. Na komm. Hallo? Echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Was heißt echt super? Wenn der Idiot einfach weggeht. So knapp. Ich bin nur extra vorsichtig. Dann hör auf. Oh. Shit. Dieses Arschloch bewegt sich jedes Mal. Brauchst du Wegweiser? Ich hör mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenke ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Warum nicht gleich, Brüderchen? Hätte wesentlich mehr gebracht. Hättest du den gleich abgelenkt? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Jetzt haben wir ihn aus den Augen verloren. Jetzt muss ich den suchen gehen. Wo kann der jetzt sein? Ah, da steht er, bei der Eisskulptur. Und so bescheuert steht er da. Super. So, aber jetzt oder nie. Her mit der Karte. Was denn? Wir haben sie. War das eine Prozedur? Aber wir haben sie. Wunderbar. So, gehen wir zum Weg zurück. Er hatte Zweifel. Team Jones, I said.
So, jetzt sollten wir da reinkommen bei der Tür. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Bereit wie noch nie. Was? Arrivio Catering 0745 Giamarra Polo Consegna Mare Madriano H1800. Okay. Auch Hochzeiten. Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? DJ? DJ, das ist seine größte Sorge. Ich denke mir, das Ambiente bietet auch einen DJ. Gold, Geld spielt da wahrscheinlich keine Rolle. Gold auch nicht. Aber Geld spielt keine Rolle. Allein sieht man schon allein am Klientel, das hier ein- und ausgeht. Oh, da ist die Security drinnen. Das riskieren wir nicht, dass wir da entdeckt werden. Wenn das Brüderchen weiter nach unten geht, dann gehen wir auch weiter nach unten. Das Tor ist nicht auf den Bauplänen, ist aber schlecht. Abgeschlossen, klar. Okay. Plan B. Und schon geht der erste Plan einmal schief. Was heißt Plan B? Plan B bin ich jetzt, oder was? Nein, wo muss man denn lang? Hey, Weine, da können wir lang überleben, da herinnen. Vielleicht mal durchkosten, aber dann spielt es mit Sicherheit keine Mission mehr. Was denn? Warum zeigt er mir den Kreis an? Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Ja, gut. Wir wollten nur sicher gehen, wie gesagt. Hey, wow. Sicher erlesene Tröpfchen dabei. Was haben wir da? Ein Eichenfass. Ah, okay. Da oben sind Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal. Wie kommen wir da rauf in die Schächte? Ich soll mir das mal anschauen, okay. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Das kennt ihr. Das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Ja. Außer wenn man wegrennen muss. Ja. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt.
Zum Glück sind das keine Benzinfässer, weil sonst hätten wir ganz anderes Problem im Feuerzeug. Es sind nur Weinfässer. Nur ist gut. Also da drin hätte ich gerne mehr Zeit lang verbringen. Da ist wieder ein Fass zum Schieben. Das werden wir jetzt gleich machen. Das ist der Zugang hinter den Fässern. Na. Ja. Ich schiebe das einmal nach vor. Wenn es da hinter weitergeht, verbauen wir uns den Weg, wenn wir es nach vor schieben. Sehr seltener Jahrgänger. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Da ist zu, da kriegen wir kein Symbol. Das ist das Fass. Ey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Na, geht doch. 2013 steht da oben. Ein relativ junges Tröpfchen. Sicher lohnenswert zu kosten. Hier entlang. So, wo sind wir da, Brüderchen? Kommen wir mal mit dem Feuerzeug. Ich sehe sonst nichts. Da ist es relativ finster. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Zugemauerte Tür. Finden wir was zum Draufklettern. Lüftungsschacht. Finden wir was zum Draufklettern. Okay, was finden wir? Aha. Bietet sich natürlich an. Okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Ja. Das ist ja schwer, das Feuerzeug. Du nur schön halten, das Feuerzeug. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Naja. Das haben Lüftungsschächte so an sich, dass der Staub herumfliegt. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che a questa gente non piace aspettare. Andiamo. Gutes Wort. So, ich hoffe, die zwei Pfeifen düsen ab. Wunderbar. Dann können wir den Weg fortsetzen. Sind die weg? Schauen wir nochmal. Sind weg, okay. Eine Türe, keine Ahnung. Och nö. Mist. Okay. Okay. Leise zu machen. Leise. Was auch immer da drinnen ist. Oh Scheiße, das sind die Wachen. Security. Der ist ja in sein Match vertieft. Scheiße. Frischluft, wir kommen. Jo. Leise. Leise. Wow. Das ist ja echt fett, das Gebäude. Also mir gefällt das Mörder gut. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Hier.
Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Ich muss mir das mal kurz anschauen. Wow. Wow, dieser Efeu, diese Weinblätter, das schaut schon gigantisch aus. Also mir gefällt sowas irre gut. Wow. Und auch das Farbenspiel hier. Dieses Grün-Rot mit dem Violettübergang hier. Das ist wunderschön. Bingo, da ist die Küche. Das ist schon wirklich schön. Also. Was haben wir da? Cucina-Küche. Okay, da ist aber zu. Sam, hier. Selbe Spielchen nochmal. Dann an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay, machen wir es halt umgekehrt diesmal. Alles klar. Okay. Hast du's? Sehr leise und dezent. Ui. Scheiße. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Das ist so Wahnsinn. Okay, ab in den Maschinenraum. Brummschädel in Unterwäsche. Okay. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, zurück in den Bauch rein. Alter, ist noch hoch. Sam, bist du da? Scheiß Funkgeräte. Sam? Sully? Ja. Toll. Ja, wirklich. Da oben haben wir zwei Stangen, das heißt, wir müssen da irgendwie ganz rauf. Wie kommen wir denn da rauf? Okay, da unten haben wir eine Möglichkeit, rauf zu kommen. Komme ich da über das Gitter? Ja, das funktioniert. Dann werden wir über das Gitter raufgehen. Wunderbar. Und schauen, was uns da oben erwartet. Na? No. Was tust du? Ah, okay. Da geht das Gitter weiter. Das ist sehr gut, okay. Darauf. Was haben wir da jetzt? Die Tür. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Also ich könnte darüber, wenn ich das schaffe. Okay. Dann kann man da wahrscheinlich entlang. Das ist wahrscheinlich... Das ist zu hoch. Ah, okay. Okay, aber so geht's. Alles klar. Wunderbar. Und jetzt ist das eine Aussicht. Da steht eine Yacht unten. Okay. Puh. Oh, Mist. Scheiße. Unglaublich, dass ihr damit Scheiße. Durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein. Eher im Ruhestand. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan,
Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Na ja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Kottnachlass. Ja, ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Nate hängt ein bisschen ab. Oder ist abgestürzt. Ich hoffe nicht. Na, wir hängen noch. Okay. Das Hemd war einmal weiß. Die Hosen, wundert mich, dass die keine Löcher hat. Ist sicher ein guter Stoff. Aber dass der Rafe jetzt bei der Party auftaucht, das ist scheiße. Das ist extreme Scheiße. Und wir haben keine Funkverbindung. Das heißt, die Hälfte, also wir wissen untereinander nicht, dass der Rafe aufgetaucht ist. Das heißt, der spielt mit dieser schwarzen Tussi natürlich jetzt, sitzt auf unserem Spieltisch und mischt mit bei dem Kreuz. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Aber was soll man tun? Ja, dann haben wir uns einmal da auf die Gestänge. So, und jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Da unten ist noch eine Stange. Haben wir sonst irgendwo? Da drüben sind Schindeln zum Klettern. Wo lang? Wo lang ist die Frage? Genau, ne? Wir können uns nach unten fallen lassen, aber die Frage ist natürlich, was machen wir da unten? Vielleicht kann ich hier runterspringen. Ja, ja, dann rutschen wir da ab und dann geht's da ins Nirvana hinunter. Das bringt uns nichts. Was ist da vorne? Ist ein Vorsprung. Nutzen wir den einmal. So, das haben wir auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Die Frage ist nur, wie es weitergeht. Warum nehme ich den Maschinenraum? Da haben wir zum Klettern. So, okay. Darauf. Darauf. Stange. Wunderbar. Wieder so abgebrochene Stangen. Ich hoffe nur, dass die hält. Das ist ja wieder. Oh, Junat! Sie hält noch. Okay. Ist das eine Aussicht? Wow! Ich möchte aber nicht unbedingt so hängen und so Aussicht haben, wenn da die Kraft ausgeht, ist zu Ende. Nämlich nicht nur mit der Aussicht. Also tun wir ihn nicht weiter quälen, den Nason. So, da darf man also, muss man genug Kraft haben in den Händen. So. Die Frage ist nur, wie mache ich da weiter? Wie komme ich darauf? Nicht auf dieser Seite, wie es ausschaut. Schauen wir mal die andere Seite an. Ja, da geht es ums Eck. Da kommen wir auch ein Stück weiter rauf. Ah, okay. Na, die hoffentlich hält die.
Moment, hält sie. So, was denn? Scroll mal darüber. Gehen wir da her. So. Mal darauf, ja, das geht. Weiter rauf, okay. Und da hinein. So, das ist jetzt der Zwischenboden. Da liegen irgendwelche Kabeln herum. Das sind die Verkabelungen von den ganzen elektronischen Geräten und Computer. Oh, da unten haben wir schon wieder einen Security-Mitarbeiter. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Aha, den Ringtone kennen wir ja. Wer von euch kennt den? Obsttelefon. So. Der hat jetzt wahrscheinlich da unten zugesperrt. Das gefällt mir weniger. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Also können wir eh nur da vorne gehen. Alles klar. Leise. Weiß ich nicht, ob da nicht da unten irgendwo einer herumgeht. Das ist nur die Frage, was müssen wir da finden? Das ist die Frage.